Was geht ab, meine Leute, Fighter Hose, und willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Heroes Part. Ihr seht, ich habe das Team mal wieder ein wenig umgestellt. Und zwar habe ich hauptsächlich diese nette Dame mitgenommen, deren Namen ich nicht aussprechen werde. Denn auf Französisch könnte es vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Jedenfalls, und zwar haben sie zum einen mir viele von euch empfohlen. Vielen lieben Dank dafür. Auch viele mit gewissen Setups. Ich habe meine Crackliste durchschaut. Ich hatte die anderen Charaktere nicht für das Setup. Ich hatte aber sie. Deswegen werde ich gleich zeigen, was ich mir bei ihr überlegt habe. Folgendes zu der Dame. Warum ist sie jetzt im Team? Um es kurz zu sagen, in eigenen Worten, wenn man sie in den Unterstützungsbereich stellt, dann wird das AE-Tempo aller Mitglieder meines Teams auf das Tempo angepasst mit dem Charakter, der das geringste Tempo hat im Team. Um es so zu sagen. Ich hoffe, das haben die meisten verstanden. Und wenn man sie quasi, wenn man mit ihr angreift, dann wird das AE-Tempo aller Gegner auf dem des höchsten AE-Tempos angepasst. Genau, das ist so der Sinn und Zweck der Dame. Jetzt gucken wir mal hin, welcher Charakter hätte denn wenig AE-Tempo. Ich meine, der ist bei mir auf 3 Sterne. Der sollte am wenigsten haben, sage ich mal. Deswegen bin ich gleich drauf gespannt, wie das Ganze mit ihr funktionieren wird. Und dann habe ich auch den Vegeta mitgenommen. Ich habe mal auf Jiren weiterhin verzichtet. Ich wollte mal einfach Vegeta mitnehmen. Ja, eigentlich wollte ich auch die ultimative Einheit mal testen. Aber dafür braucht man 10 Heldenenergie und Gohan. Gucken wir mal, vielleicht finde ich einen Gohan, der vielleicht so einen ähnlichen Linkskill hat, so wie der Boy, dass der Runde 1 jemanden einen super Angriff bekommt, dann könnte ich den Gohan mit reinnehmen und falls mal auf Runde 2 kommt oder höher, oder falls mal dazu kommt, dass ich 10 Heldenenergie habe relativ früh, dann könnte ich auch die ultimative Einheit zeigen. Vorerst werden wir erstmal das mit der Dame testen. Guck mal, wie das Ganze verlaufen. Wie gesagt, wenn ich sie in den Support-Bereich stelle, dann wird das Item um meines kompletten Teams auf das angepasst mit dem Charakter in meinem Team mit dem geringsten. Okay. So, Silas und ja, Irms, der auf Rosé macht. Du hast also überlebt. Deine Zeit ist um, Silas. Ich bewundere deine Hartnäckigkeit, aber langsam reicht es mir. Außerdem brauche ich natürlich auch deine Kampfdaten. Ja, das kommen wir ran. Gut, dann testen wir das Ganze mal. Jetzt bin ich echt drauf gespannt. Hoffentlich klappt das so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, ich werde schon den Unterstützungsbereich nutzen. Tut mir leid. Vorerst will ich einfach nur gewinnen. Ich will das nicht in die Länge ziehen. Deswegen sei ruhig, sie lassen es. Ich werde den Unterstützungsbereich auf jeden Fall nutzen. Okay, aber dies wiederum heißt, wir stellen... Runde 1 stelle ich... Ihr merkt schon, ich brauche bessere... bessere... Modul 1... Runde 1 Module. So gesagt. Bessere Module für Runde 1. So, jetzt. Normalerweise habe ich auch von der Zeit... Was habe ich gerade aktiviert? 2 Heldenenergie, oder? Ich hoffe es doch. So, und zwar machen wir das jetzt erstmal folgendermaßen. Shanks kommt runter, wie gesagt. Ich gebe einen super Angriff ihn. Und die nette Dame kommt auch runter. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe... Ah, ich hätte vielleicht die Pencil mal mir genau vor Augen nehmen müssen. Ich hoffe, es ist einfach das angepasste von Charakter von vom ganzen Team und nicht die draußen sind im Angriffsbereich. Sehen wir gleich. Ja, sollte gleich irgendwann kommen. Alles klar. Jetzt die Frage, greife ich aber auch zuerst an, weil ich habe 2 Charaktere zurückgestellt. Das macht schon was aus. 20.000 ist nicht allzu hoch. Okay, gut. Für diese Runde passt. Sehr schön. Alles klar, jetzt bin ich drauf gespannt. Ich hätte sie auch rausstellen können, so ist nicht. Dann hätten quasi die Gegner darunter gelitten. Hier, das war's, genau. Und das, was ich gemeint habe, wenn ich es in anderes Beispiel habe, vielleicht auch gesehen, das war zuvor, das hat irgendein Charakter als Zubehör bei mir. Oh, wie langsam. Oh mein Gott, der Dreams. Was? The Dreams. You know this? Let's go, Vegeta. Ah, der sieht so cool aus. Gamma Burst Flash sieht echt geil aus. Okay, nicht schlecht. Nehmen wir an. Warum nicht? Jetzt den. Wenn es dann auf einmal zu langsam wird und man auch. Ey, ganz ehrlich, ich senke mein Eye-Tempo runter, aber ich selbst bin das Problem, merke ich gerade seit paar Parts. Ich selbst bin das Problem, legit. Okay, das ist schon ein bisschen schneller gewesen. Krass. Aber so schnell war es jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich merke gerade legit, ich selbst bin das Problem, ey. Das kann es doch nicht sein, ohne Spaß. Unglaublich. Oh mein Gott. Oh je, das wird was. Naja.
Das wird was für das Zeug hier. Naja. Ich habe hier rausgetan, warum? Na, zum einen kämpfe ich nicht gegen einen Goku. Gegen Goku macht der mehr Schaden, aber so ist nicht. Er macht gut Schaden, aber Jiren hat relativ wenig Angriff gehabt. So 5500 für einen Berserker-Typus, als ich es gesehen habe. Hä? Wer hat das? Hä? Wer ist. Ah, Trunks. Ja, was macht er? Kraftboost. Ah! Okay, ja, mitnehmen. Guck mal. Oh, aber für 3 Heldenenergie. Ich hätte vielleicht drauf verzichten sollen. Aber was soll's, was soll's. Egal, nicht schlecht. Okay, warte mal. Nicht schlecht. Ich habe eh Mask King, der gibt mir so sehr gut Heldenenergie. Guck mal, der Gegner hat jetzt auch volle Heldenenergie. Okay, nicht schlecht. Ich habe Kamba jetzt mal drin gelassen, weil ich mal gucken möchte, wie viel Schaden Kamba macht. Zum Vergleich zu Jiren. Aber einfach verkackt, so mit dem Superangriff zu bekommen. GG. Naja. Gut. Jetzt habe ich sie aber auch rausgestellt, heißt. Bin gespannt. Okay. Boah, guck mal, das ist schneller als vorher. Trotzdem geschafft, ey. Unglaublich. Aber jetzt ist es deutlich schneller, habt ihr es gemerkt? Olle, putz deine Energie. Jetzt kann auch danach quasi Ding angreifen. Sehr schön. Wer ist der Boy? Kanba, eigentlich. Gamma Burst of Flash Orino. Eiszapfenillusion. Jetzt. Oh ja. Genau, nice. Für Masking bringt es nichts mehr, aber Kanba könnte ich nirgends starten. Boah. Was? Wenn es langsam ist, verkacke ich es. Wenn es schneller ist, geht's da oder was? Kurz mal Sharingan aktiviert. Aber gut. Ich habe nichts dagegen. Ui, Goku, der macht richtig gut Schaden. Sollte das beenden, schätze ich. Warte. Bam, Junge, zur Seite mit dir, mit der Faust ins Gesicht. Oh, Warrior. Stilos. Geil, okay, funktioniert doch immer. Könnte man vielleicht ein, zwei Sachen verbessern, aber passt für den Anfang. Alles klar, guck mal, wie es jetzt verlaufen wird. Was hat Silas zu sagen? War das die letzte Stage eigentlich? Gib schon auf, die Welt ist nicht die Universallösung. Du kannst mich akzeptieren, dass mein Entschluss steht, oder? Ich werde die Welt ins Licht führen, kostet was es wolle. Ja, aber komm, wir sprechen uns noch. Es sei denn, wir kämpfen jetzt sofort wieder gegen ihn. Schau mal, by the way, ich wurde letztens aufgefallen, ob ich mit Note spielen könnte. Mit Note habe ich anfangs sehr oft gespielt. Ich würde eigentlich auch ungern mit Note spielen, sondern weiterhin die gerade meine Verbündeten, die ich habe. Die zwei Boys, nämlich den Boo, gibt mir Tickets und der andere, der Namekianer, der gibt mir Zubehör. Wohin? Was? Jetzt wird's spannend, du. Jetzt wird's spannend. Was geht jetzt ab? Wo und wohin? Schauen wir mal, let's go. Hä, wie weit wir nach oben geflogen sind. Game, sind Sie da? Bitte melden Sie sich. Jetzt. Beeindruckend. Ich habe alles, was ich brauche. Hey, warte. Lol, der haut da ab. Hä? Wohin? Hey, im Tunnel der Kraft kann man nicht fliegen. Hat er gerade den Kampf verlassen? Was, dann will er wohl verlieren. Silas Team verliert durch Aufgabe, er soll zerstört werden. Ach, wie langweilig. Silas soll zerstört werden. Denkst du, Junge? Hä? Was macht der? Das kann nicht sein. Er ist kurz vor der Zerstörung gegangen. Was geht jetzt ab? Wir müssen ihm nach. Ja, der kann auf einmal abbauen. Wir haben keine Wahl. Tut mir leid, Leute. Wir müssen das ein anderes Mal beenden. Und wir kämpfen bis zum Schluss. Boah, wie geil die aus. So ist es. Du musst noch ein bisschen trainieren, lol. Ha, das geht auch für dich. Also los geht's. Okay, krass, die hauen auch einfach ab. Sorry, Zeno. Was? Die hauen einfach ab von. Und Zeno lass es einfach. Lol. Lol, ja, ja. Ja, die sagen dazu nichts, oder wie? Kannst mir doch nicht erzählen. Gut, du bist zurück, holen wir uns Silas. Ich kann ihn spüren, er ist ganz in der Nähe. Diesmal müssen wir ihn stoppen. Okay, interessant. Alles klar, dann. Ja, schauen wir mal. Die Bedrohung der finalen Phase. Okay. Interessant, schauen wir mal.
Silas the Legend. Ah, jetzt ist kurz erzählt. Okay, der ist abgehauen, ja. Okay, fein. Okay. Ja, danke. Genau. Dankeschön für die Nacherzählung. So. Sie lassen das jetzt mal erstmal, bitte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So eine City oder was? Yes. Oh, Mais aufgetaucht. Okay, nett. Kleiner Spoiler, Reno. Ja, das sollten wir schaffen. Let's go. Okay, let's go. Gucken wir uns das Ganze mal an. Silas, was sagen Sie? Wo sind Sie? Was wollen Sie? Der Junge kann sich auch nicht entscheiden, so habe ich das Gefühl. Sagen Sie was. So. Lol. Nein, ich bin fast am Ziel. Warum sollte ich jetzt aufhören? Dann hilft nur noch Ruhe, Gewalt. Gewalt war noch nie eine Lösung, aber versucht es gerne. Ich bekämpfe euch bis zum bitteren Ende. Meine Gerechtigkeit wird siegen. Das wisst ihr nicht, deine Schreckensherrschaft endet hier. Oh. Einfach Super Saiyan 3 gehen. Einfach Super Saiyan 3 gehen, so, weil das ist mein. Alles klar. Oh, was machen die jetzt? The Legend of Super Saiyan 4. Kommt her, mein Key ist fast perfekt. Ich bin halt gespannt, wie Arms noch aussehen wird. Alles klar, jetzt! Ich so! Silas so. Alright, das sollte eigentlich klar gehen auf mich. Jetzt ich auch mal mit mal. Jetzt gucken wir mal, wie viel ich mit dir helfen. Mit Kanbo den Boy. Let's go. Wo ist mein Heldenenergie jetzt? Okay, Kanbarino. Also in der Runde 1 habe ich echt. Das ist mein Tempo echt gesenkt. Das macht gut was aus, aber das Problem ist dann bei mir. Du bekommst trotzdem nicht gebacken. Es ist unglaublich. Egal, schauen wir mal jetzt mal. Komm. Okay. Da kommen noch gute Kraftboost, Kraftstufenboost, dass wir zuerst angreifen. So gefällt's mir. Genau, sehr schön, danke. Ja, aber deutlich, du. Deutlicher geht's gar nicht. Okay, jetzt! Nur mal gucken. Aber es ist ein gutes Training für mich, ohne Spaß. Hightemp, also es ist ja so gesehen das Wichtigste, mehr oder weniger, ne? Dass man das gut hinbekommt. Mit dem Aufladungseinschlag. Aber ich wünsche mir, das sieht schon geil aus hier, muss ich ehrlich sagen. So. Oh mein Gott. Alter, das ist mir dann irgendwann. Oh mein Gott. Ich sag nichts mehr. Wir zocken einfach nur noch, let's go. Na Quatsch. Unglaublich, ey. Manchmal ohne Spaß. Es ist unglaublich, wie langsam das ist. Und dann denke ich mir, was. Oh, keiner weiß. Ich muss mal ein bisschen da ruhiger werden. Bei dem Aufladungseinschlag. Silver Tramlitz, let's go. Das Ding ist, ich. Achte erstmal, was hat mein Gegner, und dann werde ich davon irritiert. Vielleicht soll ich einfach mal nur auf meinen AI-Tempo achten. What the bah? Oh mein Gott. Kanba! Jetzt sehe ich seinen Superangriff, der betäubt ist, sehr schön. Und wie viel Schaden macht er? Das wollte ich wissen, wie Schaden der macht im Verhältnis zu dann. Weil Schiene hat auch sehr gut Schaden gemacht. Der, wenn er einen Superangriff macht, kann der aber auch kritten, glaube ich. So war das irgendwie. Und der senkt die Verteidigung des Gegners um die Hälfte. So, irgendwie so ein Ding war das. Desasterklaue. Ja, genau hier. Und abgehalbieren. Jetzt komm, schauen. Das interessiert mich nämlich. Boah. 18.000? Annehmen. Vorerst kann was in der Situation. Ja, den nehmen wir an, let's go. Alles klar, so viel zu diesem Kampf. Jetzt bin ich gespannt, du. Also, ich bin gespannt. Wir sind jetzt erstmal im nächsten Map, aber relativ am Anfang. Ich denke, die Kämpfe werden machbar sein. Das ist gute Arbeit, Leute. Dankeschön. Unmöglich. Was hat meine Key gefehlt? Hey, komm. Hey, ich bin so gespannt, was Armstrong macht, du.
wie der eskalieren wird. Na gut, aber im Endeffekt kann ich mir eigentlich schon vorstellen, was passieren wird, aber ich will es mal nicht sagen. BD? Ja. Okay. Ja, dann weiter mit der Story, let's go. Was geht jetzt ab in der Story? Ums. So ein geiler Name eigentlich, einfach. Ums. Mein Plan und meine Key waren perfekt, wie konnte ich versagen? Du hast zu viel drauf vertraut und andere von dir weggestoßen, also war meine Isolierung der Fehler. Ich dachte, ich wüsste, warum man Verbündete braucht, aber anscheinend doch nicht. Ich verstehe deinen Wunsch nach Frieden. Ich war genauso hilflos mit dem Wunsch, die Welt zu retten. Aber was bringt es, alles zu vernichten? Ja, und was, willst du wirklich der Schurke in diesem Spiel sein? Ha, ihr seid die Schurken. Euretwegen konnte ich die Welt nicht retten, lol. Ich glaube an meine Vision, gebe nicht auf. Du gibst dich auf nach all dem? Haha, aufgeben, mein Plan hat doch gerade erst angefangen. Bin stärker als erwartet, aber nicht stark genug. Was hast du vor? Finden wir es nicht auf die harte Tour raus. Du kommst zu spät. Ja, Meadow, Silas! Jetzt! Was macht er? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Was zum... Es hat ihn absorbiert. Ein bisschen früh, aber dann startet die finale Phase jetzt. Genau das, Freunde. Genau das. Das habe ich mir gedacht, was es folgt, dass es passieren wird. Jetzt bin ich mal wieder aus, der Dackel, du. Mama, let's go. Machen wir erstmal hier eine Pause und. Oh my, yeah. Okay, darum will ich Tickets eigentlich nicht sehen, aber okay, ich will mal nicht sagen. Ah! Mai! Oh mein Gott, da ist sie gerade auf uns geflogen. Ist schon Kampf gegen Mai oder was? Ja. Mai, bist du das? Was machst du hier? Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort, aber genau das frage ich mich auch. Ich erinnere mich doch daran, wie Goku Schwarz mich angegriffen hat. Ich dachte, ich wäre gestorben, doch dann war ich auf einmal hier. Wo zur Hölle bin ich und woher weißt du, wer ich bin? Ja, also schau. Du hast offenbar eine Gründe dafür, also musst du nichts erklären. Du wirkst dich wie ein Gegner. Moment mal, wo ist Trunks? Er und ich haben zusammen gekämpft. Du glaubst doch nicht etwa, dass er wie ich in irgendetwas komisches reingeraten ist, oder? Weißt du, was dir vorgeht? Ciao, Tomate. Ich komme gleich wieder, ciao. Was macht der? Trunks, kannst du mich hören? Lol. Was ist los, oder steckst du Schwierigkeiten? Ich glaube, eine andere Mann hat Mai auf diese Welt gebracht. Was? Mai, die Mask? Mai? Ja, sie scheint furchtbare Sorgen um dich zu machen. Blablabla. Was soll ich ihr sagen? Immerhin ist diese Mai anders als die, die du kennst, oder? Stimmt, wenn wir das nicht richtig anstellen, könnte es am Ende noch schlimmer für sie werden. Aber wir können sie auch nicht einfach im Unklaren lassen. Weißt du was? Ich rede persönlich mit ihr. Es wäre wahrscheinlich für alles das Beste, wenn ich das tue. Also, du kannst sie zum Labor bringen? Hä? Moment, Trunks. Trunks, bist du das? Hey Mai, ich bin's ja. Was geht ab? Der Höhlen sei Dank. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Es tut mir wirklich leid, Mai, aber ich bin wahrscheinlich nicht der Trunks, den du kennst. Wovon redest du? Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Welt, aus der du gekommen bist, sich vollkommen von dieser hier unterscheidet. Was? Ja. Bitte? Als ich gesehen habe, dass du nicht dabei. Danke. Tja, das höre ich gerne. Also, wie soll ich wieder in meine eigene Welt zurückkehren? Ich habe keine Zweifel daran, dass Goku Schwarz dort immer noch alles verwüstet. Ich habe eine wichtige Rolle beim Widerstand, also mache ich mir Sorgen um unseren Trunks. Können wir irgendwas tun? Trunkse? Tja, wenn Mai durch eine Anomalie hergekommen ist, muss sie wahrscheinlich warten, bis man sich um die Anomalie gekümmert hat. Und wie lange wird das dauern? Ich wünschte, ich könnte das sagen, aber weiß nicht. Versucht ihr also zu entspannen, blablabla. Okay, ich habe wohl keine Ahnung. Was ist jetzt hier los, ey? Ach, darauf wollt sie hinaus, ein Training. Ja, dann. Oh mein Gott, wie lange die labern, ey. Oh mein yeah. Ja gut, das ganze Gelabere. Für was? Das ist die Frage. Für was? Gewinn halt auf Volkseinschläge. Oh, okay, bin gespannt. Komm. Lord Amazon, genau. Mama, die Ikuzu, Naruto. Moduleffekt aktivieren! Du sollst deine Energie nachschieben, du kannst wieder Fliege machen, ciao. Mit dem Depp. Mit dem Boost.
Dankeschön. 18.000 noch drin. Ja, können Sie mal bitte schneller machen? Danke. Meine Angriffsphase. Oh, die haben eine Damage Reduction von 50%. Okay. Okay. Ja gut, der hat eh keine Superfeld. Was? Als ob, das sah mindestens gleich dummer Boy. Oh mein, ja. Ja, okay, war schön. Hat Spaß gemacht. Ach so, ja, okay, außer hier bei dem. Ja, ja. Oh, okay. Nehmen wir an. Aua. Okay. Hey! Warum senkt er meine Kraft? Der Dackel. Aua. Natürlich macht er einen Perfect. Perfect! Aua, Trunks, lass das bitte. Brando Hippo. Lass das, Trunks! Oh. Oh nein, der ist mit. Oh, der greift mehrmals an. I don't wanna know. Whoa. I don't wanna know. Nicht gut, ohne Spaß, nicht gut. Oh. Was soll das denn mal? Wie oft wir da noch angreifen? Raus mit dir jetzt. Reicht lange noch so. Ich habe meine ultimativen Einheit nicht aktivieren. Weil wir kämpfen nicht gegen viele Gegner. Was macht's aber nochmal? Kraftboost? Ne, mach ich nicht. Das sind 3 Hände. Das brauch ich, Guck mal, die krepieren ja alle jetzt. Was ist hier los? Oh mein Gott. Keine Ausdauer, nichts. Alle weg. Du, komm mal runter! Komm mal runter, Junge! Was willst du da? Du kannst schon nichts mehr machen. Oh! Was? Wenn ich hier im nächsten Kampf nicht mit meinem Runde-Zeit-Team andackel, dann weiß ich nicht Osaru, ey. Oh, ohne Spaß. Ohne Spaß. Dann heißt es nicht Otaru. Wirst du jetzt sehen, Madame. Ich werde wahrscheinlich so oder so verlieren. Aber ja. Boah. Ernsthaft? Legit ernsthaft? Bin mir auch nicht sicher, ob sie danach verschwinden oder ob ich eine Revanche haben kann. Boah, alles klar. Ja, war schön. Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Wir hören uns doch. Ich komme gleich mal eine Runde Zeit-Team an. Es sei denn, ich kann nicht mehr gegen sie kämpfen. Haben uns umsonst so viel Gelaber angesehen, ey. Okay, Trunks. Wart's ab. Du hast uns verraten. Ich komme gleich wieder, Junge. Ich komme gleich wieder. So. Oh mein Gott, dieser Trunks. Brando Hibo. Ach so, meistens Supporterin. Ich hab sogar mal einen Supporter. Als Kart. I don't wanna betäubt. Na na na. Wäre nicht betäubt, hätten wir vielleicht gewonnen. Hätten wir vielleicht überlebt, sag ich mal. Aber so sind wir. Down, 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 down. Drumbo interest. Jetzt zieh das mal nicht. Komm, zieh den Kampf nicht, Trunks. Mach dir. Ja, danke. Komm. Wir sehen uns gleich wieder, aber es ist dir auch nicht bewusst. Sie hoffen nicht bewusst, dass wir uns gleich wiedersehen. Okay, verdammt, wir sehen uns doch nicht gleich wieder. Einfach, die ist einfach weg. Also irgendwann wird sie wahrscheinlich wiederkommen. Verdammt, aber bei ihr merke ich mir, da gehe ich auf jeden Fall mit dem Berserker-Team dann rein.
Jedenfalls, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal machen wir dann hier weiter. Und dann bin ich gespannt, wie da, was da mit Silas passiert ist. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.